scheiße mit den Spritpreisen. Ich habe heute zum ersten Mal für 100 Euro getankt. Können Sie sich das vorstellen? 100 Euro! Gemach, Olaf, du regen Sie doch nicht so auf. Ich will mich aufregen, ich will mich aufregen. Mann, scheiße, Mann, nochmal. Das geht doch nicht. Ja, natürlich geht das nicht. 100, die Grenze habe ich schon länger hinter mir. Ja, wer soll das denn noch bezahlen? Na ja, wer wohl? Sie und ich werden sonst. Und der Lindner stellt sich ins Fernsehen und sagt, ich kann nicht. Die Politik oder der Staat kann nicht alles auffangen. Aber vor 2 Jahren oder vor 14 Monaten hat Sprit noch 1 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 2. Weit drüber als 2, natürlich. Ja. So, und Mehrwertsteuer ist immer 19%. Ist doch von 1 Euro weniger als von 2 Euro. Also bei uns aus der Kasse raus, bei ihm rein, oder ja. Wie? Und dann sagt er, er kann nichts machen. Und unser Kanzler stellt sich doch, als er noch nicht Kanzler war, als er gebracht worden ist, hin und weiß nicht, was Benzin kostet. Weil er sagt, er muss selber nicht tanken und außerdem gehört er zur besser verdienten Klientel, nicht auf den Pfennig achten müssen. Das ist doch eine Verhöhnung der Leute. Das ist dreist. Das habe ich nie mitgekriegt, wirklich? Ja. Verdammt nochmal. Ja, der blöde Scholz. Aber bitteschön erst nach der Wahl, versteht sich. Nein, vor der Wahl hat er das gemacht. Vor der Wahl hat er das gesagt? Ja, ich meine schon. Also müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, dann waren wir aber ein bisschen blöd, oder? Ja. Diejenigen, die ihn gewählt haben. Wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ich bin mir sicher, die Franzmänner, die wären längst auf den Barrikaden. Oder sind schon, ich habe es nicht genau verfolgt. Ich auch nicht, aber der deutsche Michel schläft und lässt alles mit sich tun. Aber wo soll es denn hingehen? Wo soll das hingehen? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest ein Teil der Regierung, also die Grünen, dass die ganz glücklich darüber sind, über diese Benzinpreisentwicklung. Nicht? Dann fahren die Leute weniger, CO2, diese Nummer. Ja, aber sag mal, Deutschland ist ein Wirtschaftsland, wir sind doch davon abhängig. Ja, die Leute müssen arbeiten, die müssen irgendwie zur Arbeit kommen. Wie soll sich das denn weiterentwickeln? Ja, ganz knapp drauf formuliert würde ja bedeuten, entweder atmen können oder verhungern. Ja, aber es ist doch ein Thema. Ja? Also ich weiß nicht, ob die Speditionen noch fahren können. Ich weiß nicht, wie es im Supermarkt aussieht. Das ist doch absehbar. Also Speditionen, habe ich was im Radio gehört, gerade heute Morgen. Mhm. Dass der sagte, er muss mit seinen Kunden, seinen Auftraggebern verhandeln. Und die müssen es natürlich weitergeben. An Sie und an mich. Ja. Und alle anderen hier auch. Letzte Woche habe ich auch mit einem Kunden gesprochen. Der hat ein Bistro oder so einen kleinen Imbiss und macht mit Gulaschkanonen, fährt er raus. Und musste jetzt die Essensportion 50 Cent teurer machen. Und weniger sagt, Gulasch rein, oder wie? Ja, weniger Erbsensuppe. Und sagt, Energiepreise sind so stark gestiegen, kommt er nicht mit hin. Großer Aufschrei bei den Kunden und sagt, okay, bis zu einem Spritpreis von 2,20 wäre jetzt safe. Mal sehen, wie lange es reicht. Ja, das könnte sich ja nur wirklich absehen, wenn das nicht mehr geht. Ja. Also, das ist eine Scheiße. Und dann tröstet es auch nicht, wenn Dieter Bohlen in den 80ern gesagt hat, seinem Ferrari ist es scheißegal, wenn der Liter 5 Mark kostet. Das wäre ja jetzt soweit. Das ist jetzt, hat er noch einen Ferrari? So, keine Ahnung. Ja. Mhm. Na gut, ich habe also, könnte mich auch mit trösten und sagen, ist mir doch scheißegal, ob der Spritpreis 5 Mark oder 2,50 Euro ist. Ich habe ja eh keinen Ferrari. Genau. Und es ist doch nicht nur Benzin. Es ist Strom, es ist Gas, es ist Lebensmittel. Alles wird teurer. Aber die Gehälter steigen nicht. Also da kannst du zugucken, wie alles teurer wird. Ja. Ich bin nicht derjenige, der immer einkauft, das macht meist meine Frau. Aber bei einer Joghurtsorte, das ist so mein Liebling, Zott-Sahne, so Joghurt oder irgendwie sowas, ich weiß noch genau, das war über Jahre immer nur 59 Cent. Ja? Und plötzlich 61, 63, 65, 69 im Wochenrhythmus. Und du kannst eigentlich abwarten, wann das über die 70er-Grenze geht. Ja, Nudeln. Im letzten Jahr noch 69 Cent, jetzt 1,89. Und dann erzählen sie uns was von 5% Inflation. Ich weiß nicht, welcher Idiot den Dreisatz aufgestellt hat. Also. Nee, das ist abwegig. Also ich meine, hieß doch damals schon, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, aber was heißt Statistik? Also wer da nicht Mathematik kann, glaube ich wohl zu wissen. Oder der Warenkorb stimmt nicht. Also für mich wird alles teurer, wenn ich einkaufe. Und ich kaufe ja jetzt nicht jeden Tag ein Auto oder einen Fernseher, was vielleicht mal preiswerter wird. Nein, aber ich überlege mir das schon auch sehr genau. Ja. Nicht, wann ich zu Fuß gehe, wann ich Straßenbahn fahre. Wobei, öffentlicher Nahverkehr, auch keine echte Alternative. Ja, ich sag mal, in einer Großstadt wie Köln mag es ja vielleicht gehen. Aber was machen denn die Leute auf dem Land? Ja,
ein Bekannter meines Bruders, der muss jeden Tag 60 Kilometer zur Arbeit fahren. Der überlegt auch, ob er sich das noch leisten kann oder ob er einen Job wechselt. Kann er ja nicht radeln. Nee, und mit dem Lastenrad schon gar nicht. Aber das bedeutet natürlich, dass wirklich die Kluft zwischen Stadt und Land immer größer wird. Die sind ja dann abgekoppelt, haben schon kein schnelles Internet. Ja, und die Frage ist ja auch, ob das vielleicht so gewollt ist, dass man die Leute alle in die Städte fährt, dann sind sie besser zu kontrollieren. Wie meinen Sie das denn? Ja, also, wenn die dann auf die Straße gehen, dann sind sie alle zusammen, dann hat man das leichter unter Kontrolle. Okay, und auf dem Acker geht das nicht so? Wahrscheinlich nicht. Eieieiei, jetzt keine Verschwörungstheorie. Nein. Ja? Aber wo soll es denn hinführen? Kriegen wir dann nur noch einmal die Woche Fleisch, wie nach dem Krieg, und ansonsten Trockenbrot? Können wir uns noch Trockenbrot leisten? Egal. Sven, machst du uns noch mal zwei? Bitteschön.